Hey Business Lady, du hörst den Woominess Podcast. Ich bin Verena und hier geht es um Frauen, Business, Erfolg und Leben. Ja, ich habe den Blog heute erst gestartet und möchte direkt damit anfangen, dir zu erzählen, warum ich diesen Blog überhaupt starte. Und ich gebe zu, dieser Blog ist schon seit knapp 3 Jahren als Idee in mir drin. Und ich habe es auch schon sehr, sehr früh gestartet. Und weil ich Grafikdesignerin bin, habe ich das Logo sogar als erstes gemacht, bevor ich irgendeinen Text geschrieben habe. Ja, es fing vor ein paar Jahren damit an, dass ich Frauen gesucht habe, die ebenfalls selbstständig sind und es mit vollem Herzen leben. Und ich habe das im amerikanischen Raum gefunden, aber nicht im deutschen. Und deswegen dachte ich mir, hey, wenn du sie nicht findest, dann schreib es doch einfach selbst. Aber ich hatte noch Angst, mit diesem Thema herauszugehen. Und ja, ich habe auch jetzt immer noch Angst, mit diesem Thema herauszugehen, weil ich nicht weiß, wie alle darauf reagieren. Aber manchmal muss man die Ängste einfach überwinden und trotzdem starten. Und deswegen lege ich jetzt los. Ich schreibe schon Blogs. Ich habe zurzeit einen Hauptblog, und zwar meinen Blog über Grafikdesign. Dort schreibe ich so gut wie jede Woche und schreibe zum Thema Grafikdesign, Markenaufbau und sonst was. Aber ich merke einfach, dass es bestimmte Themen gibt, wo meine Worte und Gedanken noch mehr Raum bekommen müssen. Ja, es ist so, dass ich die letzten Jahre sehr viel erlebt habe. Sehr viel Gutes, aber auch sehr viel Schlechtes. Und ich möchte diese Themen nutzen, um sie mit dir zu teilen, dich zu motivieren, deinen Weg zu gehen und dir zu zeigen, hey, die Tiefen sind dafür da, damit du die Höhen in vollen Zügen genießen kannst. Ja, und genau um diese Sachen geht es hier. Es geht um Frauen. Erstens, weil ich eine Frau bin, aber auch, weil das Thema Frausein und Weiblichkeit ein sehr wichtiges Thema ist, worüber ich gerne mehr lesen würde, und deswegen denke ich mir, ich schreibe selbst darüber. Dem Thema Business. Ich bin seit 6 Jahren selbstständig als Grafikdesignerin und ich möchte diese Erfahrungen mit dir teilen. Nicht nur in Bezug auf den Grafikdesign-Bereich, sondern überhaupt zum Thema Selbstständigkeit. Außerdem das Thema Erfolg. Wann ist man erfolgreich? Wie kannst du noch erfolgreicher werden? Und musst du es? Ja, und weil Selbstständigkeit und Leben für mich vollkommen zusammengehören und ineinander spielen, ebenso persönliches Wachstum, habe ich mir gedacht, ich nehme das Thema Leben noch mit hinein. Wo ich in einem Jahr mit diesem Blog stehen will, weiß ich noch gar nicht. Ich weiß nicht, wie sich dieser Blog entwickelt. Und ich starte ihn jetzt einfach so heraus. Obwohl ich eigentlich überhaupt keine Zeit dafür habe, aber mein Bauchgefühl sagt mir, ich muss jetzt damit starten. Und ich brauchte einfach dafür noch Zeit. Aber jetzt bin ich so weit, dass ich sage, okay, durch das Schreiben dieses Blogs helfe ich dir und anderen Frauen und außerdem entwickle ich mich selbst weiter. Persönliche Entwicklung und weiter wachsen ist mir sehr, sehr wichtig, sowohl beruflich als auch privat. Und ja, ich denke, dieser Blog wird das Ganze noch viel mehr unterstützen. Aber ich gebe es zu, dieser Blog ist nicht nur für dich, nein, er ist auch für mich. Einfach, damit ich selbst wieder mein Leben liebe und das Schreiben liebe und mich voll kreativ auslassen kann hier. Ich freue mich, wenn du mit dabei bist und mit mir gemeinsam diese Zeit und den Aufbau des Blogs begleitest. Jeder Kommentar tut mir gut. Schreibe mir deine Kommentare unter diesen Beitrag oder auch unter diesem Podcast, je nachdem, wo du bist. Ja, und ich bin gespannt, wie die nächste Zeit mit dir wird.